Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich habe keine Hose an, aber ich darf euch ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, dass ihr reingeschaltet habt. Thema dieses Videos, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, ist dieses schöne Bild im Hintergrund. Was es damit auf sich hat, das wollen wir jetzt mal gemeinsam erforschen. Vor genau 20 Stunden hat die offizielle Facebook League of Legends Seite dieses Bild hier gepostet und auch direkt als Profilbild reingemacht, ja. Es steht kein Text bei, keine Informationen und natürlich denkt sich erstmal jeder, what the fuck, was ist denn hier bitte los? Natürlich fängt auch sofort jeder an zu spekulieren und überlegt, was das ist, ja. Das ist nicht nur eine Kugel, sondern da ist auch was drin. Und hier sind auch immer ganz schöne Kommentare dabei und dann fragen die Leute, ja, hey, Asia, Quinn, Rice Rework ist schon wieder da und was auch immer. Also werfen wir doch mal einen Blick darauf. Grundsätzlich sollte man sich natürlich die erste Frage stellen. Ist es ein neuer Champion? Ist es überhaupt ein neuer Champion? Vielleicht ist es auch ein Skin? Ist es ein Legendary Skin? Ist es ein normaler Skin? Ich meine, normale Skins werden nicht angeteasert. Wahrscheinlich nicht so krass. Oder ist es vielleicht sogar ein Champion-Update? Das heißt, den ersten Gedanken, den ich natürlich hatte, ohne überhaupt nachzudenken, das sieht echt aus wie Quinn. Ja, das heißt, wir haben hier so in der Mitte dieser Kopf, der sieht schon so Quinn-artig aus, finde ich persönlich. Also das erinnert mich schon sehr daran. Außerdem, na gut, Quinn selber hat keine Flügel, aber sie hatte ihren Vogel. Vielleicht trägt er sie ja auf dem Splash-Art, wobei ich dann gedacht habe, bei genauerem Hinschauen, sieht er doch nicht aus, als wäre da ein Vogel hinter, der sie trägt. Und wenn wir uns mal andere Splash-Arts von ihr angucken, dann sieht das doch insgesamt auch eher nicht danach aus. Die nächste Skin-Überlegung ist natürlich, okay, wer hat denn tatsächlich Flügel sonst noch? Und da hätten wir als nächstes natürlich Kayle. Grundsätzlich ist es natürlich immer eine Ansichtssache, wie die Bilder tatsächlich gemalt werden, aber die Kayle-Flügel sind wirklich riesengroß, gehen meistens nach oben auf allen ihren Splash-Arts und sehen eigentlich im Prinzip so gar nicht aus wie diese Flügel. Der nächste Champion, der ebenfalls Flügel hat, ist die Schwester von Kayle und das ist die gute Morgana und die ist eigentlich, ja, die Flügel sind eigentlich mehr oder weniger genau dasselbe, sie sind ja auch Schwestern, hey, und nur so ein bisschen, ja, dunkler, ausgeranzter oder was auch immer. Was hier allerdings auffällt ist, wir haben hier so eine Art, ja, ich weiß nicht, was es genau ist, könnte ein Helm sein, es könnten aber auch Ohren sein, also eine Art Elfenohren und Morgana als Beispiel hat solche Elfenohren. Aber wenn man das jetzt trotzdem mal anguckt, so von den Flügeln her wahrscheinlich eher nicht so. Wenn man natürlich aber trotzdem überlegt, ein Champion-Update, ja, die Champions sehen dann ja teilweise immer ganz anders aus. Das heißt, rein theoretisch könnten diese Flügel auch anders werden. Ich meine, wenn wir uns Galio angucken, der sieht auch komplett anders aus als vorher. Das bedeutet, rein theoretisch mit viel Fantasie könnte man sagen, okay, vielleicht werden Morgana und oder Kayle geupdatet, denn diese Champions stehen tatsächlich auf der Liste der zu updatenden Champions. Aber es ist ja nicht so, dass immer einfach irgendwelche Champions geupdatet werden, einfach random, sondern Riot macht einen Plan, welche Champions als nächstes dran sind, was so bevorsteht, ja. Und das heißt, wir haben hier so ein Champion-Update-Schedule, ja, das heißt, was ist als nächstes auf dem Plan? Und zwar haben wir hier das Tank-Update, Urgot und Evelynn. Das sind die drei neuen großen Updates, die als nächstes kommen sollen. Dementsprechend könnte man von diesem Punkt aus am ehesten ausgehen, da das jetzt schon geteasert wurde, dass kein Champion-Update kommt und eher ein neuer Champion. Ich habe mir gedacht, wir spielen so ein bisschen Ping-Pong. Ja, wir wollen das Ganze ja nicht einseitig gestalten und deswegen geht es jetzt auch weiter und zwar im Forum. Und im Forum wird hier von einem Dude gefragt, hey, okay, jetzt können also Urgot und Evelynn ihre lang erwarteten Updates bekommen. Und hier antwortet tatsächlich auch ein Riot-Mitarbeiter drauf. Und dieser gute Dude schreibt hier die Champions, die als nächstes so zumindest auf der Liste stehen. Ja, in ferner Zukunft vielleicht, aber sie sind auf der Liste. Das heißt, wir haben zum Beispiel Akali, wir haben Shogard, wir haben Mundo, Irelia. Irelia weiß ich gar nicht warum. Und wir haben Morgana und Kayle Duo-Update. Wer weiß, was Duo-Update tatsächlich bedeutet. Aber sowas könnte natürlich sehr, sehr krass für dieses Bild sprechen. Denn wenn wir uns dieses Bild nochmal ein bisschen genauer anschauen, dann sieht man, dass dieses Bild nicht symmetrisch ist. Ja, grundsätzlich erstmal, wenn man einmal in der Mitte hier durchschneiden würde, dann sind die Bilder, wir haben hier rechts so irgendwelche Zacken, die sind hier nicht. Wir haben hier unten irgendwie sowas an der Hose, das ist hier wiederum nicht. Hier haben wir die Flügel, die sehen auch ganz anders aus. Ja, hier haben wir so richtig spikige, kleine, gespikte, so richtig zacki, zacki, zacki Flügel. Und hier, das sieht insgesamt eher hier komplett so, ja, ein bisschen wilder aus, sage ich, während das hier so ein bisschen flauschi, wauschi, kalauschi, ganz normal, suftig, sahnig, suftig, kennt ihr suftig? Wir haben nun also folgende Theorie. Entweder wir haben hier eine Person, die aus zwei verschiedenen Seiten besteht, ja, das heißt, wir haben eine Seite mega gezackte, aggressive Flügel und eine andere Seite flauschig, wauschig, schön und lustig, oder es handelt sich hier um zwei separate Personen. Ja, was ist das denn hier schon wieder, Tobi? Erzähl mal. Das hier ist ein Informationsblatt, was auf Reddit geleakt wurde. Geleakt heißt quasi, ich denke mal, jeder weiß von euch, was es bedeutet, aber es ist unfreiwillig irgendwo, jemand hat quasi geschnüffelt, das gefunden und online gestellt. Oh mein Gott, ja, so ungefähr kann man es sagen. Das heißt, es sind Informationen, die wir eigentlich gar nicht hätten wissen sollen oder dürfen. Hier sind einige Skins drauf, Cosmic Reaver Master Yi,
Pulsfeuer, Caitlyn, Legendary, das klingt alles sehr, sehr interessant. Und ich muss sagen, als ich diese Information, gibt es jetzt schon ein bisschen länger, nicht ultra lange, aber ein bisschen. Als ich diese Information gelesen habe, spätestens hier bei diesem Punkt, ja, Urgotti. Urgott ist jetzt ein Juggernaut, er hat einen langen Blitzcrank-Grab, sowas ähnliches. Und er hat einen Fleischwolf als Ultimate in seinem Bauch und hat Shotgun, also spätestens hier bei diesem Punkt, ja, Shotgun-Knie. Also da dachte ich mir so, ich glaube, das ist Fake. Und das ist jetzt auch wirklich die Frage, ja. Ist das Fake? Wollte uns da jemand quasi in eine gewisse Richtung locken, uns irgendwie falsche Informationen mitteilen oder eben auch nicht? Weil das Ganze steigert sich natürlich noch so ein bisschen. Ja, wir haben jetzt hier Evelyn Nearly Naked, ja, fast nackt quasi. Wobei man, wenn man sich überlegt, die aktuelle Evelyn ist quasi fast nackt, also da ist nicht viel anderes. Aber sie soll Tentakel aus ihrem Rücken kriegen, eine neue Stealth-Mechanik. Und hier auch bei Zack, wo dann hier steht, naja, kann die Gegner zusammenziehen wie Spider-Man oder sowas. Da habe ich schon wirklich gedacht, okay Leute, da will euch jemand irgendwie verarschen. Oder das ist wahrscheinlich auf jeden Fall Müll. Ich meine, gerade wenn man so auf den 1. April hinzustürmt, ne, so wo ja die Information rauskam, dann sollte man ja nicht besonders leicht, glaube ich, sein, was sowas angeht. Allerdings haben wir hier unten auch die Information, neuer Champion, noch in Entwicklung quasi, The Harpy and the Phoenix, ja, eine Harpy und Phoenix, Duo-Champion, die können alleine spielen, ohne den anderen, entweder es ist eine weibliche Harpy, Marksman, oder es ist ein männlicher Phoenix, Support, ja, so eine Art Think Human Birds, ja, das heißt so eine Menschenvögel, sowas wie Asia im Prinzip, also ganz, ganz grob, ja, Asia ist vielleicht mehr Vogel als Mensch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie glaubhaft ist das alles? Grundsätzlich, ich für meinen Teil denke, das alles hier oben ist mehr oder weniger Fake. Ich meine, diese drei Champions haben wir, gesehen. Ja, Maokai und Zack, die wurden schon oft angekündigt. Tank Update, die sollen definitiv kommen und geändert werden. Evelyn und Urgott standen ebenfalls drauf. Also, vielleicht ist das gar nicht so abwegig hier mit seiner Rocket Hand und den Shotgun-Nies. Vielleicht klingt das nur ein bisschen übertrieben. Aber ich habe so gedacht, ja, das alles hier ist Fake. Und das hier ist echt. Ja, man hat diese Information freiwillig so ein bisschen rausgegeben, um einfach ganz viele Gedanken in der Community zu sprühen, ja. Man wirft einfach was hin, so ein Köder, und dann stürmen alle drauf los und zerfetzen es und denken sich irgendwas aus, ja. Und dann wird natürlich viel überlegt, viel spekuliert. Und ich denke, das ist dieser Punkt. Vielleicht ist alles davon richtig, aber vielleicht ist auch alles Fake. Weiter geht es dann auf Surrender 20. Ja, die suchen auch immer ganz viele Informationen raus und das ist quasi auch aus dem Forum. Und zwar der gute Meddler, der hat hier, der ist von Riot, auch geschrieben was über die Support-Position. Ja, es soll ein Support-Champion kommen, bla blub bla blub. Und dieser Champion soll besonders in Duo-Lanes am effektivsten sein oder halt, wenn du einen Partner hast. Und da ist natürlich jetzt die Frage, okay, wir haben vorhin diese Information bekommen, es kann ein Champion sein, der ja entweder eine Harpy weiblich und Marksman wird oder ein Support männlich und Phoenix, und was ja quasi beides irgendwie, ja, wechselbar sein soll. Ja, es ist ja ein Duo-Champ, ja, es ist irgendwie Support, aber auch irgendwie AD-Carry, und da ist natürlich wahrscheinlich das Beste, wenn du das auch irgendwie mit deinem Mate absprichst. Aber darüber können wir uns gleich unterhalten. Da wir ja so gerne im Forum unterwegs sind, geht es auch direkt weiter im Forum, und zwar wird sich hier über Illaois Power und ihrer Religion unterhalten. Ja, sie hat ja irgendwie so Gottkräfte oder sowas, ich glaube, das heißt Naga Kaboros oder sowas, Terrarium, und ich weiß gar nicht, wer sowas im Forum schreibt, ja, aber die Leute fragen hier, wie realistisch ist das, wie gut ist das, kann sie ihre Powers, kann sie damit machen oder irgendwie sowas, muss ich sagen, interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber gibt Leute, die da natürlich voll drauf abfahren. Und hier hat ein Riot-Mitarbeiter geschrieben, okay, hey, es gibt da so eine Aufgabe von Zauberern und die das blablub. Braum würde das bestehen, Jin würde das nicht bestehen und der neue Champion, an dem ich arbeite, mit dem Namen Roberto mit dem rollenden R oder was weiß ich, er würde das bestehen. Ups, ich habe zu viel gesagt. Oh, da ist natürlich jetzt die Frage, hey, das Ganze ist vor 6 Tagen passiert, ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass das Ganze mit den Teasern einhergeht. Ja, wenn man hier sagt, okay, wir teasern das schon mal im Forum an, wir werfen über so ein paar Brotkrümel hin. Ja, hier ein Brotkrümel, da ein Burger, da eine Gurke und dann irgendwann hast du da deinen Burger zusammengesammelt und kommst dann quasi auf das Bild in Facebook. Wir haben jetzt also 2 Möglichkeiten, wenn wir uns dieses Bild anschauen. Entweder alles, was wir gesagt haben, ist scheiße und wir wurden komplett von Riot verarscht und im Prinzip kommt Urgott mit Engelsflügeln raus oder irgendwie sowas. Oder es ist vielleicht tatsächlich sogar ein neuer Champion. Nehmen wir einfach mal an, es ist ein neuer Champion. Gehen wir einfach davon aus.
Jetzt kann man natürlich viel spekulieren, ja. Alles, was ich sage, sind Spekulationen. Man könnte jetzt erstmal davon ausgehen, dass dieser Champion, wie gesagt, in dem Teaser zusammen ist. Ja, die eine Hälfte ist dies hier, ist wahrscheinlich der Phönix. Der sieht ja ein bisschen edler aus. Und das ist die Harpie, ein bisschen zackiger, ein bisschen aggressiver. Passt ja auch zu Frauen, ne? Ein bisschen zickiger und so. Während wir die edlen Gestalt und so weiter. Ja, ich weiß, ja, Flame incoming. Auf jeden Fall ist es so, dass sie, glaube ich, nicht eine Person sind, sondern dass man in dem Teaser einfach beide, ich sag mal so, Splash-Art zusammengepackt hat. Ja, dass es nicht eine Person ist, sondern zwei getrennte Personen. Jetzt ist natürlich die Frage, wann entscheidet man, ob man Support mit diesem Champion spielen möchte oder AD Carry. Ja, du lockst quasi den Champion Ronaldo, lockst du einen in der Champion Select und dann startet das Spiel. Und ich denke mal, es wäre dann so wie Kalista, dass du sagst, okay, ich möchte in diesem Game Support oder ich möchte in diesem Game AD Carry, dass du das in der ersten Minute, ja, du markierst ja auch direkt den Gegner oder deinen Dude mit dem Speer, dass du direkt sagst, okay, ich möchte dies und das, ja, so, dass du deine Rolle klar machst. Oder ist es so, dass du es die ganze Zeit wechseln kannst, ja, du gehst erst als Support auf die Lane und sagst dann, ja, ich supporte ihn ein bisschen und später, uns fehlt ein bisschen AD oder, keine Ahnung, ich habe Lust Damage zu machen, du nervst mich, ich gehe woanders hin, in der Mitte und wechsel jetzt auf AD Carry oder die AD Carry Rolle, die Harpie. Vielleicht muss man es aber auch schon in der Champion Select sagen. Ich meine, im Prinzip siehst du ja, hey, ich bin Support. Ja, der sagt dir, du bist Support gequeued. Wenn du jetzt Bock hast auf diesen Champion, dann kannst du ihn ja mehr oder weniger nur auf Support spielen. Also so ganz einleuchtend ist das für mich in diesem Sinne nämlich noch nicht. Warum sollte ich die Möglichkeit haben, diesen Champion zu wechseln? Okay, ich könnte sagen, ich spiele ihn mal auf Support und wenn ich mal AD Carry gequeued wäre, dann spiele ich diesen Champion halt anders auf AD Carry. Aber dann wären es ja im Prinzip auch zwei eigene Champions, die nicht wirklich miteinander synergieren. Also denke ich schon, dass man irgendwie den Champion vielleicht sogar wechseln kann. Aber es darf auf jeden Fall nicht so sein wie Nidalee, weil sonst wäre es ja, bei Nidalee drückst du auf R, dann bist du ja so gesehen auch neuer Champion. Du hast eine andere Q, du hast eine andere W, du hast eine andere E. Das ist natürlich Gestaltwandel und so, aber das wäre dann ja dasselbe und das wäre langweilig. Vor allem, was noch so ein bisschen dagegen spricht, dass man den Champion wechseln kann, also oder beziehungsweise die Rolle wechseln kann, ist ja einfach, dass ich irgendwie Items habe und Masteries habe. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich habe jetzt Windspeaker's Blessing und gleich habe ich Fair of Battle, damit ich AD Carry machen kann und mein Sidestone wird auf einmal zu einem BF Sword oder zu einem Infinity Edge. Vielleicht brauchst du mit dem Champion aber auch einfach so Stats, die du auf beiden nutzen kannst. Ja, vielleicht ist es ein Zauber-Supporter, der auf AD skaliert. Das heißt, du kaufst dir vielleicht sogar einen Death Dance oder irgendwelche AD-Items und wenn du dann wechselst zu AD Carry, hast du diese AD-Werte und kannst damit was anfangen. Wer weiß. Wobei ich nicht glaube, dass du die Rolle in-game wechseln kannst. Das ist natürlich jetzt komplett die Frage, was ist das? Was denkt ihr? Haut mir unbedingt rein, was ihr denkt, ja? Was ihr vielleicht, was ich übersehen habe, was diese goldene Kugel, das könnte natürlich die Ultimate, könnte vielleicht auch die Kale-Ult von irgendeinem Update sein. Wer weiß, was es ist, haut es mir in die Kommentare, ich brenne darauf, es zu lesen. Weiter noch werde ich jetzt eine Runde streamen, würde mich also freuen, wenn ihr reinschaltet und darf mich dann in diesem Sinne verabschieden. Auf Wiedersehen und tschüss.